Servus Leute, willkommen zum 27. Part. So, ich habe jetzt leider schon eine Gesprächsoption hier von dem Sie werden dich Kerle. bis zum Hort begleiten und ja. Ja, gemacht. Und zwar hatten wir gerade schon gesagt, er soll warten und jetzt geht es darum, dass sie ihn dann zum Hort Alles bringen. weitere erklären. Gut, dann warte ich einfach mal ab. Wir sehen uns das nächste Mal dann wohl in Ignadon, Kamerad. Mach's gut. Fulminant. Ja, ich würde mal sagen, das verlief mehr als gut. Antitoxin, eine Anleitung. Upsa, Achtung. Bro. Wir plündern hier, wenn wir schon mal da sind. Natürlich hier alles. Apfelschnapsrezept. So. Damit hätten wir den ersten Teil der Quest erledigt. Oh, ich dachte schon, es ist hängen geblieben. Die Südklippen. Lass uns zu den Südklippen gehen und dort dann ein bisschen aufräumen als allererstes für ein bisschen Elex und Elixit. So, wir müssen erst ein bisschen weg. Kann ich dir tragen? Okay, kann ich. Ey! So, was bringt mir denn so einen Häscher? Gar nicht so viel, glaube ich. Ah, ein reines Elix immerhin. Ist doch ganz gut so. Wenn die hier aus jetzt, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Oh, da sind noch einige. Oh, da hinten ist ein richtiges Monstrum. Okay, damit mache ich echt gar kein Damage. Upsa, mich selbst mal wieder schön rangezogen. Ein Schleimdragon. Etwas besser. Zwei reines Elex. Boah, ich weiß nicht genau, ob ich die alle auf einmal machen soll. Aber komm schon. Da drüben. Boah, das Monster-Ding da. Boah, das kann fliegen. Fliegen, was sage ich, fliegen? Schießen kann das. Oh. Also, ich muss einfach sagen, das Ding ist ziemlich geil. Aber das Ding da. Also, unsere neue Fähigkeit. Super. Das Ding da. Ein übermächtiger Zyklop. Nicht so geil, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also nicht, ob wir den besiegen können. Boah. Auf jeden Fall nicht so einfach. Boah, einfach aufpassen. Es sollte möglich sein. Sollte möglich sein. Gerade wenn unser Begleiter hier ein bisschen mitmacht und ablöst. Ja, doch, den kriegen wir gut hin, den kriegen wir gut hin. Auch wenn es ein übermächtiger Zyklop ist. Vierhundertzwanzig Erfahrung. Boing, ein Hüpferchen darauf. Oh, abgeschlossen. Eine besondere Trophäe. Auge eines Zyklopen erhalten.
Ein Elex-verseuchtes Herz erhalten. Alles klar. Jetzt wüsste ich gerne, was ich damit anfangen kann. Das weiß ich leider jetzt nicht. Aber hier haben wir ordentlich was bekommen jetzt. Sehr coole Sache. Ein verschmierter Zettel. Hoppsa, aus dem Weg. Aus dem Weg, was ist das für eine Truhe? Eine offene Truhe? Da ist leider nichts drin. Ist das ein... Haben wir eine Quest bekommen dafür jetzt zufällig? In Tavar? Nee. So, Questgegenstand. Zählt doch als Questgegenstand, oder? Es gehört einem übermächtigen Zyklopen. Vielleicht brauchen wir das für irgendwann für die Hauptquest. Und wir haben jetzt auszusehen, was Hauptquest-Relevantes gemacht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir gut eines Edex dazu bekommen. Das ist auf jeden Fall krass gewesen, aber so ein Ding. Ja. Aber, man muss sagen, war geil. Macht auch Laune so. Also Kleriker. So ein bisschen unterstützen mit diesem... Dinge hier können wir schon einiges erledigen hier. Ey, ich will nicht mit dir reden. Alles gut. Ach, den Jäger hier können wir. Na, ist ja witzig. Du wirst jetzt suggestiert, würde ich mal meinen. Die Kleriker brauchen dich. Ja, ja, die nehmen doch jeden, den sie kriegen können. Aber wen wundert's? Zu denen will ja auch keiner. Und ich bin sicher nicht so blöd und tausche meine Freiheit gegen ihr Korsett ein. Zumal ich nicht einmal weiß, was sie mir zu bieten haben. Trotzdem nett, dass du gefragt hast. Wir machen das. Ich hoffe damit. Ich frage nicht. Ab sofort schwörst du den Klerikern die Treue. Aber meine Freiheit... Du bist nicht frei. Du bist ein Diener Kalans. Ja, das war ich schon immer. Dann sind wir uns einig. In ein paar Tagen kommen einige meiner Brüder. Sie werden dich abholen und in den Hort begleiten. Noch Fragen? Nein. Gut, dann sind wir uns einig. Fantastisch. Das ist geil. Er kann nichts dagegen tun. Aber nichts von, da ist nichts wirklich Interessantes für uns. Verlassener Felsen, gut, da porten wir uns jetzt auch hin. Da war ich aber tatsächlich nur, um diesen Teleport mir zu besorgen damals. Ich habe keine Ahnung mehr, was uns hier erwartet. Ich weiß nur, wo wir noch mehr... Lebten hier zivilisierte Menschen. Reizvoller Gedanke. Okay, ein Rudelführer. Rudelführer sollte kein Problem sein. Gar kein Problem sogar. Dahin ist aber auch noch ein Nachtschatten. Wo ich ehrlich gesagt noch nie gegen gekämpft habe. Ich würde sagen an sich, wir haben den übermächtigen Zyklopen besiegt. Wir brauchen uns eigentlich vor einzelnen Gegnern gar nicht mehr fürchten. Und mehrere Gegner können wir immer noch unsere Klerikerfähigkeit benutzen. Sagen. Kurz warten, bis wir ein bisschen Sprit wieder in uns... Fast gestorben. Fast gestorben. Da kommt eine Spinne raus aus dem Ding da. Aufgepasst. Da ist eine Waffe drin. Die holen wir uns kurz. Wo? Oh. Alter, voll erschreckt. Upsa, ich habe mir zwar die Waffe gegönnt, aber... Ja.
Zack. Nehmen wir hier auch noch mit? Nee, ach komm. Wir müssen nicht alles looten. Nicht alles. Der Raptor, der... Ja, entweder kommt er gleich zu uns, dann nehmen wir uns ihn vor. Ansonsten auch egal. Keine Ahnung, wo der rumrennt. Kommt der noch? Ah, dahin ist er an sich. Naja, jetzt schauen wir mal. Was bewegt sich da? Eine Spinne. Muss nicht sein. Ja, was wollen denn jetzt die ganzen Rudelführer ohne Rudel plötzlich? Der Ort hier ist ein wenig besorgniserregend. Meinst du? Ich glaube, hier haben wir sogar noch eine Quest. Ja, genau, die Viecher müssen wir nämlich erlegen. Wo ist denn das Viech jetzt hingerannt? Mich verarschen, wo rennt das hin? Okay, geschwächte Wühler, die machen wir platt. Hoppla. Gar nicht so einfach, wenn das Ding hier sonst so rumbackt. Hey, was war das denn? Meine Granate hingeworfen? Ey, warum kämpfen die mich jetzt, Mann? Ich glaube, ich muss dahin nochmal laden. Okay, hier ist nicht mal einer. Voila. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Was ist los mit dir? Aha. Ah, puh. Noch ein Überlebender. Dachte schon. Auch wenn ich zugeben muss, dass ihr Kleriker hier völlig fehl am Platz seid. Willst du etwas Bestimmtes? Was meinst du mit Überlebender? Bist du etwa nicht über den großen Aufzug hier heruntergekommen? Hast du nicht die ganzen Leichen gesehen, die... Naja... Da du nicht von den Berserkern in einen dieser Käfige zum Sterben gesteckt wurdest, kannst du kein so übler Kerl sein. Sag, was willst du? Kannst du dir vorstellen, für die Kleriker zu arbeiten? Die Frage ist hoffentlich nicht ernst gemeint. In Edan verabscheuen wir Technik. Und um es klarzustellen, du verschwindest auch besser wieder nach Ignadon. Naja, dann halt du so. Du wirst für die Kleriker arbeiten. Aber... Keine Widerworte. Sie sind deine Familie. Sie waren es schon immer. Du hast recht. Ich bin ein Kleriker. Bald wird dich eine Eskorte abholen. Sobald sie eintrifft, leistest du keinen Widerstand. Verstanden? Verstanden. Exzellent. Ja, ich würde sagen, das hat ganz gut funktioniert. Ich habe hier aber eigentlich eine Quest gemacht, indem ich die Viecher erlegt habe. Aus diesem Grund reden wir nochmal mit den anderen Berserkern hier. Die müssen hier irgendwo rumeiern und vielleicht hat einer von denen die Quest für mich, die Viecher zu töten. Was sind das alle gewesen? Oh, eine Truhe, die verschlossen ist. Die gönnen wir uns. Das kann ich nicht mehr tragen. Ich bin nicht gut genug. Dieb ist falsch. Ja, das stimmt. Forscher ist das Richtige dafür. First try, easy. Zu einfach. Und nein, ich konnte den Code,
Code natürlich nicht. Oh, ein kleiner grüner Stein. Ein kleiner grüner Kaktus. Die Anleitung. Tschüss. Ciao. Die wird wie immer gegönnt. So, dann haben wir die Quest auf jeden Fall schon mal. Ich weiß gar nicht, zu wem ich noch gehen soll, um weiter voranzukommen. Unser Aufenthalt hier scheint mir äußerst riskant. Galar, mit dem habe ich ja jetzt schon gequatscht. So, wir nehmen das da nach wie vor. Ich hätte nie gedacht, einmal für die Kleriker zu arbeiten. Quatsch, du denkst, du bist schon immer ein Kleriker. Ah, Igel. Und? Wofür haben sie dich verbannt? Nein, warte. Lass mich raten. Du hast dich nicht an die Gesetze gehalten, richtig? Du siehst doch, dass ich Kleriker bin. Ich bin nicht verbannt. Zumindest nicht von eurer Sippe. Nicht? Naja, ich hoffe einfach nur, dass ich bald wieder zurück nach Goliath darf. Aha. Warum bist du hier? Meinst du, was ich verbrochen habe oder was hier meine Aufgabe ist? Wofür bist du verbannt worden? Hab mich nicht an die Gesetze Selber schuld. Solange diese Biester nicht... Einer von Ankrims Kumpeln, die Kreaturen im Wald sind erledigt. Vielen Dank. Ich wüsste zu gern, wo diese Mutanten eigentlich herkommen. Ich weiß nur, dass sie häufig zusammen mit den Alps auftauchen. Aber egal, wo sie herkommen. Wichtig ist, dass sie jetzt weg sind. So, mal schauen. Habe ich noch eine Quest von ihm? Wahrscheinlich nicht. Möchtest du, dass ich deinen Freund suche? Nein. Bitte erzähl es mir nicht. Dann... Was? Du kannst mir eine Quest anbieten und du willst gar nicht? Was? Eine Riesenpussy. So, haben wir hier noch was? Großen Heiltrank, den können wir doch nehmen. Ansonsten... Verschmiedert, zeigt der Betrunkene auf. Außer fast um diese Schlichtung. Das hier ist unser Stoff, verstanden. Also besorgt ihr was anderes. Mann, das Zeug ist so gut, ihr Trottel, nichts ab. Unser Freund braucht ja nicht mehr. Okay. Rezept Apfelschnaps. Apfel und Schnaps bringt gar nichts. Große Mana-Trank bringt auch gar nichts. Antitoxin bringt uns auch gar nichts. So viel dazu. Die Punkte behalten wir schön. Und wir schauen weiter. Die Quest, die nervt mich. Ah, ich weiß, was ich vielleicht machen kann. Und zwar fällt es mir gerade ein, ich könnte Eli einfach umlegen. Dafür müsste ich Eli aber erstmal finden. Ich glaube, das hat beim letzten Mal sogar auch funktioniert. Ich hatte das nämlich schon mal, dass das Ding verpackt war. Wenn ich den Kerl jetzt noch finde, dann wäre das super. Ich hoffe, der hängt nicht jetzt irgendwo rum, sondern da, wo er die ganze Zeit schon rumhängt. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Oh, ich habe ein unsichtbares Schwert. Ah, jetzt ist es wieder sichtbar. Schade. Ich dachte schon. Erledige die aufgegebenen Aufgaben, Legat. Okay. Alles klar, wenn du meinst. Machen wir das. Als erstes muss Eli sterben. Hoffen wir mal, dass er noch da ist. Das wäre echt ärgerlich, falls nicht, was jetzt irgendwie einen anderen Tagesablauf hätte. Komm schon, sei immer noch da. Sei immer noch da, jawohl. Können wir noch mit ihm reden? Okay, das wünsche ich mal nichts. Sei vorsichtig mit dem. Gescheitert. Alles da ist gescheitert und der Wachebot hat uns sogar noch geholfen. Das ist super. Also das klingt jetzt ein bisschen fies, aber ist halt jetzt so. So. Ich weiß dummerweise gerade nicht, bei wem ich noch weitere Quests machen sollte. Das außer kann jetzt nicht weitergehen, oder? Bei ihm. Wahrscheinlich bei Dietrich da noch, oder? Aber jetzt gehen wir erstmal zu ihm und geben ihm Bescheid. Hallo, Baldar. Wegen der neuen Rekruten. Galar ist für unsere Sache gewonnen. Eine gute Nachricht.
Die Sturheit der Berserker scheint keine Hürde für dich gewesen zu sein. Ryder ist bald einer von uns. So, und auch Connor. Connor sollte bald eintreffen. Ich habe Meldung erhalten, dass er schon eingetroffen ist. Nur lässt man ihn aus irgendeinem Grund nicht durch das Tor. Ist dir etwa ein Fehler unterlaufen, als du ihn angeworben hast? Oh. Eigentlich nicht. Dann klär das mit Xander. Wahrscheinlich, weil er nicht suggestiert wurde, sondern einfach freiwillig kommt, der Kerle. Xander, Xander, warum lässt du den nicht gerade durch? Das ist mein Best Buddy. Ich habe mir übrigens überlegt, wenn ich es mit den Quests, die wir zur Verfügung haben, nicht unbedingt schaffe, 25 zu werden, dann auch nicht schlimm. Dann töten wir halt übermächtige Zyklopendinger. So. Warum lässt du Connor nicht passieren? Weil sein Gesicht haargenau auf einen Kerl zutrifft, der einen meiner Händler überfallen hat. Natürlich streitet er alles ab. Und so einen Kerl werde ich niemals meinen Kameraden nennen. Du stellst dich gegen Baldas Befehl? Ich stelle mich gegen gar nichts. Der Befehl lautet, neue Rekruten anzuwerben. Dann ist er der übliche Abschaum. Schaff ihn mir also aus den Augen. Tot oder lebendig. Gib das deinen Händlern. Du nimmst deinen Befehl wirklich ernst. Das spricht für dich. Also gut. Schick den Burschen rein. So, mal schauen, können wir hier von dem eigentlich noch irgendwas bekommen? Nee. Fulminant. Der Penner am Tor will mich nicht reinlassen. Erst schickt er die Leute weg, die mich abgeholt haben, und dann stehe ich mir die Füße wund. Ich dachte, ich bin jetzt dabei. Passt schon. Ich habe mit Xander gesprochen. Das war nur ein Missverständnis. Sicher? Ganz sicher. Sehr gut. Dann gehen wir mal zu Hagen jetzt und schauen mal, ob Hagen noch eine Aufgabe für uns hat. Dumm, die dumm. Ansonsten, was gibt das denn noch? Wir können, an sich können wir auch noch diese Nebenquests da machen, die wir freigeschaltet haben durch die Lehren dieses, Mönchs. Ich weiß gar nicht, was er war. Ja. Aber ja. Die schauen jetzt einfach mal. Erstmal müssen wir ja die Möglichkeit bekommen, aufzusteigen. Ich hoffe, die Spende wird nicht irgendwie 5000 oder so sein. Das wäre echt krass. Das wäre richtig assi sogar, wenn ich mitbekomme, dass hier die Outlaws einfach sagen, ja, mach unsere Aufgaben, hol die Stimmen und gut ist. So. Balder. Da wollte ich nicht hin. Neuen Rekruten. Connor hat das Tor passiert. Gut. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass er seine Entscheidung nicht wieder revidieren wird. Aber das sollte kein Problem sein. Damit wäre die Suche nach neuen Rekruten vorerst erledigt. Die Erfolgsquoten sind immer sehr gering. Aber du hast es geschafft, unsere Reihen aufzustocken. Hier, vergiss nicht, dich bei Reinhold zu melden. 3500 Erfahrungen, ich Vollidiot. Hab nicht das Amulett des Dienstleisters an. Das ist allerdings ärgerlich. Wir machen kurz hier. Das letzte Mal wurde vor 3 Minuten gespeichert. Ach, dann egal. Und wo will ich noch hin? Da, zu dem Marker. 3500 Erfahrung gibt es, wenn ich 3 Leute anquatsche. Das ist gut. Das ist echt gut. Vielleicht schaffe ich sogar Stufe 22 oder 23 zu werden mit den Quests hier, aber ich vermute eher nicht. Um ehrlich zu sein, ich habe nicht. So. Upsa. Wer ist denn der hier unten eigentlich? Ah, okay, Siegfried, hey, hallo. Hast du mein Paket? Welches Paket? Oh, Entschuldigung. Lieferant für was? Für meine Lieferung. Mehr braucht dich nicht zu interessieren. Okay, mal schauen, ob wir uns zufällig. Du scheinst zumindest mit ihr zufrieden zu sein. Schauen wir mal, ob er eine Quest für uns hat, aber eigentlich nicht. Wow, ein Hammer. Er hat uns einen Hammer gegeben, super. Ring des Liebes, 5 Geschicklichkeit. Aha. Und
Ansonsten hat er ein Amulett der Verteidigung, Kraft das letzte Gefecht und Praktika. Ne, Minas Praktika war es, glaube ich. Aber mal kurz das schauen. So, rein theoretisch. Wie viele Elix-Tränke könnte ich mir neu machen? Oh, ich habe 46, also 10 Stück. Nicht schlecht. Dafür, dass davon nichts bis gar nichts gekauft ist. Hier geht es aber nicht weiter. Ich muss jetzt mal die Schwebebrocken hier nehmen. Aber Energiespeicher kann ich mir noch welche besorgen. Aber gut, darum geht es jetzt erstmal nicht. Hagen was für uns? Aha. Reinhold schickt mich. Er sagt, du hast einen Auftrag für mich. Du musst dann wohl derjenige sein, den sie gerade zum Legaten ernannt haben, richtig? Richtig. Ich kann einen weiteren Mann gebrauchen. Meine Späher berichten von über einem halben Dutzend Menschen, die sich dem langen Arm Kalans entziehen wollen. Geh, finde sie und komm erst... Über ein halbes Dutzend abtrünnige Ketzer? Ja? Nein, ich wollte mich nur vergewissern, dass der Auftrag nicht so leicht für mich ist. Alles klar. Kann ich den Jetpack-Angriff lernen? Nee, kann ich nicht. Da brauche ich ein bisschen mehr Geschicklichkeit. Gönnen wir uns. Finally, der ist richtig cool, der Angriff. Also der ist wirklich richtig, richtig süß. So. Abtrünnige Berserk-Kleriker. Ui, das sind einige. Auf zum Firmengelände Vulkan. Bin ich mal gespannt. Wir sollten unsere Lehren aus diesen Ruinen ziehen. Erstmal das hier weg. Diese Anlage muss sollten wir vielleicht zur Wasseraufbereitung gedient haben. Dennoch empfehle ich es nicht zu kosten. Fehlendes Talent Geschicklichkeit. So. Vielleicht soll ich den Dienstleister das Amulett echt mal jetzt loswerden und ja, vielleicht auch einfach ein paar lernen und die mir mit starken Elex-Tränken holen. Dann könnte ich nämlich mal noch ein paar Talente nachskillen, wie was weiß ich was, zum Beispiel dass ich alles hacken und öffnen kann und so Zeug. Ich werde hier warten. Kurz ein bisschen gefackelt, das war's. Ah, komm schon, da kannst du ja wohl hochklettern, Freundchen. Danke. So, überall einfach hochklettern. Sparen wir uns Jetpack ein bisschen. Und dann gucken wir mal, was das für Abtrünnige sind. Ich vermute mal, in dem Part schaffen wir die eh nicht mehr. Hoppsa. Oh. Zwei davon will ich aber auch nicht. Oder sogar drei. Die Position hier ist relativ ungeschickt. So, besiegt. Oh. Habe ich von den allen jetzt Agro? Nee, oder? Das kann nicht sein. Von denen aber. Naja, wir sehen uns dann im nächsten Part einfach wieder. Upsa. Ich trinke hier einen Schluck, nehme noch diesen großen Elixbeutel mit. Und ja, wie gesagt, im nächsten Part sieht man sich wieder. Bis dahin, reingehauen.